Gehörst du zu den Golfern, die jede Runde zwei, drei oder sogar mehr kurze Putts vorbeischieben? Gleich erkläre ich dir die drei Schlüssel, um mehr kurze Putts zu lochen und wie du diesen furchtbaren Zustand ein für alle Mal beenden kannst. Und am Ende des Videos zeige ich dir auch noch meine Lieblingsübung für kurze Putts, also bleib dran. Hallo, mein Name ist Christoph Bausig von Progressive Golf Video. In meinem Kanal mache ich interessante Videos zu dem Thema Golf und wie man besser Golf spielt. Wenn du hier neu bist und du in Zukunft nichts versäumen willst, dann abonniere bitte meinen Kanal. Was hat es nun auf sich mit den kurzen verschobenen Putts? Ich glaube, es sind drei Dinge. Erstens werden häufig Putts zu gerade mit der Loch gespielt, ohne das Break zu berücksichtigen. Zweitens, oft zielt man schlecht oder der Schläger wird verkantet. Oder drittens, die Distanzkontrolle stimmt einfach schlichtweg nicht. Aber alles mal der Reihe nach. Viele Golfer glauben, dass man einen kurzen Putt einfach gerade spielen kann. Man sagt, weil er kurz ist und er kaum Break annehmen wird. Das stimmt so nicht. Nachdem ich mich als zertifizierter Aimpoint Instructor seit Jahren quasi täglich mit diesem Thema Grünlesen beschäftige, kann ich euch nur so viel sagen. Sobald ihr aus circa einem Meter visuell nur irgendein Gefälle seht, dann bedeutet das, dass ihr höchstwahrscheinlich schon zumindest auf die Lochkante, auf die höhere Seite anzielen müsst oder sogar mehr als das. Daher zahlt es sich durchaus aus, eine ordentliche Grünlese-Methode zu lernen. Hier empfehle ich euch natürlich dann die Aimpoint Express-Methode. Da könnt ihr mit einem 2-Stunden-Kurs ganz einfach nicht nur die kurzen Putts lernen, wie man die liest, sondern auch die mittellangen und die langen Putts und auch die Doppelbreaks. Und die könnt ihr dann auf der ganzen Welt, auf jedem Grün dieser Erde anwenden. Wenn ihr das nicht lernen wollt, ist das auch kein Problem. Aber bitte vergesst nicht, beim nächsten Mal, wenn ihr ein Gefälle seht, zumindest ein bisschen einen Break einzukalkulieren. Weiters könnte es sein, dass du nicht gut zielst. Um das rauszufinden, brauchst du Feedback. Daher wäre es gut, wenn du eine andere Person bittest, zum Beispiel einen Golffreund oder sogar deinen Golftrainer, dich bittet zu kontrollieren, ob du korrekt zielst. Oder du verwendest eine Zielhilfe wie diese, die du dir auch ganz einfach selber basteln kannst. So, das Ganze funktioniert so. Man nimmt die Haltung ein, versucht den Putterkopf perfekt auszurichten auf das Ziel und man nimmt die Trainingshilfe und legt sie dann statt dem Ball direkt an die Schlagfläche und dann kann man eben zurückgehen und schauen, wohin hat man gezielt. In meinem Fall einen Zentimeter rechts. Man sollte auch kontrollieren, ob eventuell andere Puttermodelle helfen, damit man besser zielt. Oft ist die Anordnung der Linien oder die Putterkopfform selber sehr, sehr ausschlaggebend darüber, wie gut man zielen kann. Weiters sollte man auch seine Haltung kontrollieren. Am besten mit dem PGA Pro seines Vertrauens. Und auch hier bieten wir bei Aimpoint Kurse an, damit man die Ausrichtung des Körpers lernt, damit man besser zielt. Auf alle Fälle ist es so, je mehr du dich mit dem Zielen beschäftigst, desto besser wirst du einfach darin werden. Trotz perfektem Zielen kann der Schlägerkopf im Treffmoment trotzdem verkantet ankommen. Dies hat oft damit zu tun, dass man ein technisches Problem hat, wie unruhige Handgelenke, dass man zum Beispiel gerne in diese Richtung zu viel dreht, sich in diese Richtung zu viel bewegt oder sogar zu viel in diese Richtung. Ganz schlimm ist es natürlich, wenn man diesen furchtbaren Yip hat. Bei der Putting-Konferenz letztes Jahr in Frankfurt habe ich gelernt, dass ungefähr 30% aller Golfer einen Yip haben und die meisten wissen es nicht einmal. Wie teste ich, ob jemand einen Yip hat? Ich gehe ungefähr so einen Meter weg vom Loch und bitte ihn, dass er mit der hinteren Hand, also beim Rechtshänder mit der rechten Hand, dass er ein paar Putts macht. Ich filme ihn dabei bei der Bewegung und wenn das dann so ein schnelles Zittern macht, dann ist das ein Indiz dafür, dass dieser Spieler einen Yip hat und die Schlagfläche nicht kontrollieren kann.
Ist man davon betroffen, würde ich empfehlen, dass man zu einem PGA-Professional geht, der damit Erfahrung hat. Normalerweise wird er versuchen, dir einen anderen Griff anzubieten oder er wird auch versuchen, dir deine Aufmerksamkeit woanders hinzulenken. Also wie gesagt, der Jip ist viel häufiger, als man glaubt. Ein sehr häufiger Fehler, den ich oft bei Golfern bei kurzen Putts sehe, ist, dass sie einfach eine sehr schlechte Distanzkontrolle haben und nicht wissen, mit welchem Tempo sie den Putterkopf schwingen sollen. Oft sieht man, dass zum Beispiel der Putterkopf sehr kurz ausgeholt wird und sehr stark durchbeschleunigt wird oder in anderen Fällen, dass er viel zu weit ausgeholt wird und dann richtig abgebremst. Ich finde beides nicht optimal. Optimal wäre wahrscheinlich irgend so eine Art, ja, ein 50-50 Verhältnis, also gleich weit auf wie durch. Auf alle Fälle möchte ich auf keinen Fall, dass ich den Ball, so wie es früher gerne gelehrt wurde, mit einem kurzen Aufschwung, mit einem sehr langen Durchschwung durch den Ball durchbeschleunigt wird. Das macht Riesenprobleme bei der Geschwindigkeitskontrolle und ihr seid wahrscheinlich besser dran, wenn ihr den Ball trefft und der Schlägerkopf wird ein bisschen langsamer. Also so ein 50-50 Verhältnis, so wie hier, finde ich eine gute Richtlinie. Wie könnt ihr das Tempo trainieren? Ich empfehle euch, dass ihr eine Strecke nehmt von 1,30 m, also 1,30 m und ein Tee hinsteckt und auf diese Distanz puttet, bis ihr jedes Mal es schafft, mehr oder weniger den Ball bei dem Tee, der bei 1,30 m steckt, dass er dort die Bälle liegen bleiben. Dann geht man zu einem Loch 1 Meter entfernt und versucht mit demselben Tempo dann 1,30 Meter aus 1 Meter quasi zu spielen und dann hat man ein gutes Tempo. Fügst du nun diese drei Schlüssel zusammen, dann steht dir einem guten Putz nichts mehr im Wege. Ich habe dir ganz am Anfang versprochen, dass ich dir meine Lieblingsübung für kurze Putz zeigen möchte und die sieht so aus. Du legst die Bälle sternförmig, so wie hier, ums Loch herum in ungefähr einem Abstand von 1 Meter. Und deine Aufgabe ist es jetzt, jeden Putt ordentlich zu lesen, ordentlich zu zielen, also eine volle Routine zu machen und mit einem ordentlichen Tempo zu spielen. Du möchtest 20 Putts hintereinander lochen. Schiebst du nur einen kurzen Putt von dieser Übungsserie daneben, geht es wieder von vorne los. Ich weiß, das kann sehr, sehr nervenaufreibend sein und sehr lange dauern, aber das kann es auf dem Golfplatz auch sein. Und wenn du diese Übung schaffst, bist du für jede Situation am Golfplatz gewappnet. Wenn du einen Wert in diesem Video gefunden hast und es dir gut gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihm einen Daumen hoch gibst und vergiss bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit wir uns in Zukunft nichts versäumen. Bis bald, das war Christoph Bausig vom Progressive Golf Video.